Ja, wir haben ganz aktuelle Breaking News und daher haben wir jetzt Verstärkung in unserem Studio. Österreich-Herausgeber Wolfgang Fellner ist da und ein weiterer Gast. Ja, danke Ferri. Bei uns zu Gast der derzeit meist diskutierte Politiker Österreich, Dr. Johannes Hübner. In aller Munde, in allen Medien. Man könnte sagen, sie werden durch die Medien gewatscht derzeit, beziehungsweise watschen sich selber vielleicht ein bisschen durch die Medien. Dr. Johannes Hübner ist jener FPÖ-Abgeordnete, der derzeit für sehr viel Aufregung sorgt im Land, weil man ihnen unterstellt, sage ich mal, dass sie bei einer Rede vor über einem Jahr in Deutschland antisemitische Codes oder antisemitische Ressentiments geschürt hätten. Das hat sich, glaube ich, schon ziemlich tsunamimäßig getroffen. Nicht? Zuerst waren es ein paar Zeitungen, dann war es der Herr Bundeskanzler, die ÖVP-Generalsekretärin, dann der Kurz selber, dann, ich glaube, der Bundespräsident. Also Sie haben da ordentlich Beton bekommen in den letzten Tagen. Ja, das kann man medial wohl so sagen. Nicht? Also das ist ja wirklich schön aufgebaut worden. Zuerst war es ein Senfkorn oder zwei Senfkörner vielleicht. Und daraus wurde durch ständiges Befragen verschiedener Leute der öffentlichen Szene ein Tsunami, wie Sie es gesagt haben. Also mittlerweile gibt es ja eine Negativberichterstattung, die ich ja vor 10 Tagen noch für unmöglich gehalten hätte, über so ein Ergebnis. Sie sind sozusagen in die Eye of the Storm geraten. Ja? Das würde ich so bezeichnen. Ja. Im Mittelpunkt eines Wahlkampfwirbelwinds sind aber, wenn ich das so sagen darf, natürlich selber schuld, weil Sie haben vor einem Jahr eine Rede gehalten, in Thüringen, glaube ich, war das, nicht? So ist es, ja. Vor einer, wie man sagt, sehr rechtsradikalen Vereinigung. Das war Ihnen bewusst, dass das eine Vereinigung ist, die rechtsradikal ist und als solche auch beobachtet wird? Also rechtsradikal würde ich nicht sagen, weil es ist eine deutlich rechtsgerichtete Vereinigung. Es ist die sogenannte Gesellschaft für freie Publizistik, die da ihren Jahrestag gehabt hat. Und da bin ich durch den österreichischen Vorsitzenden gefragt worden, ob ich da auch einmal hinkomme. Das habe ich gemacht und da habe ich diese Rede gehalten. Es war genau am 22.05.16, um die es jetzt geht. Und warum haben Sie das gemacht? Weil ich meine, das ist jetzt ja nicht unbedingt ein Forum, das jetzt besonders glorreich ist, oder? Das ist kein Forum, wo man sich Glanz und Glorie einheimst. Aber ich habe also die Gewohnheit, dass ich prinzipiell, wenn ich eingeladen bin, und es ist für mich nicht absolut unakzeptabel, und wenn ich es zeitlich machen kann, gehe ich hin, diskutiere mit den Leuten, rede mit denen. Ich habe da keine Berührungsängste und ich glaube, man sollte es auch als Politiker Sie auch waren ja auch bei uns schon mehrfach, muss ich sagen, waren tolle Streitgespräche zum Teil, die Sie hier gehabt haben. Deshalb auch nur zu uns gekommen heute. Sie Ihr einziges Interview, das Sie geben. Das ist das Einzige, ja. Weil bisher hatten Sie ja, manche sagen, Sie hatten Redeverbot, manche sagen, Sie haben sich selbst ein Schweigegelübde auferlegt. Was war denn? Ich habe mir da selbst ein Schweigegelübde auferlegt. Ja. Ja. Ich habe einmal gesagt, ich habe eine Aussendung gemacht, gleich wie es losgegangen ist, am Mittwoch. Dann ist noch eine Aussendung vom Herbert Kickl, glaube ich, gekommen und vom Harald Wilimski. Und ich habe also mit denen Kontakt gehalten und wir haben so gesagt, wir werden da also ein bisschen ein Schweigegebot uns alle auferlegen, weil es offensichtlich jede weitere Aussendung dazu führt, dass das Ganze noch weiter aufgeblasen wird. Sie wollten ein bisschen die Luft raus. Aber jetzt war das ja, ich weiß nicht, würden Sie das selber als höchst unglücklichen Auftritt bezeichnen oder wie würden Sie Ihren Auftritt bezeichnen? Ja, das muss man zweifach beantworten, die Frage. Der Auftritt selbst war nicht hoch unglücklich. Also was ich dort gesagt habe, das war durchaus korrekt und das würde ich auch nicht zurücknehmen. Es ist ein einziger Fehler passiert bei dem Auftritt und da wird es auch aufgehängt. Und zwar habe ich aufgrund einer Diskussion, die ich am Vorabend mit einem Juristen dort geführt habe in der Runde, der mir gesagt hat, der Hans Kelsen, es ist gegangen um den Streit, Karl Schmidt, Hans Kelsen. Der Vater der österreichischen Verfassung. Der Vater der österreichischen Verfassung, der berühmte Hans Kelsen. Ja. Ja. Der Karl Schmidt hätte gesagt, er hätte gar nicht Kelsen, sondern Kohn geheißen. Ja. Und ich habe bei diesem Vortrag vorgelesen aus dem Interview des Schriftstellers Menasse am ersten Hofer van der Bellen Wahlstichtag im Kurier. Ja. Und der zitiert da unter anderem Kelsen. Und da habe ich gesagt, der Hans Kelsen, das ist der Verfasser der österreichischen republikanischen Verfassung der ersten Nachkriegszeit. Hans Kelsen oder Hans Kohn, wie immer er sich nennt. Da ist das gefallen. Aufgrund des Gesprächs am Vortag. Und das ist jetzt der Aufhänger, das heißt, der hat den Hans Kelsen Hans Kohn genannt und das wäre ein antisemitischer Code. Ja. Das müssen Sie doch gewusst haben, dass das bei sozusagen Neonazis in Österreich sozusagen ein Running Gag ist, den Hans Kelsen als Kohn
und als Jude zu verunglimpft. Also ich bin selber Jurist, ich habe das nicht einmal gewusst, diese Geschichte mit Hans Krohn, dass der Karl Schmidt ihn Hans Krohn genannt hat, war mir unbekannt. Ich habe das dort zum ersten Mal gehört. Das ist in meiner Generation nicht mehr bekannt, die Geschichte Hans Kelsen, Hans Krohn. Ja. Das habe ich dort erstmals gehört, dass dieser Name im Umlauf ist. Ich habe mich dann nachher, wie der Wirbel hier begonnen hat, natürlich überzeugt, der hat nie Hans Krohn geheißen, also das war eine Erfindung von Karl Schmidt. Ja. Ja. Jetzt sind Sie ein Top-Anwalt, muss man dazu sagen, ein sehr erfolgreicher Wiener Anwalt. Danke, der Jetzt wissen Sie ja wahrscheinlich auch Kelsen zu schätzen oder wissen, natürlich, welche Wichtigkeit er hat. Mhm. Das muss ja eigentlich für jemanden, der so wie Sie Jus studiert hat, ein Begriff sein. Wie kann Ihnen so ein Blödsinn passieren? Das, würde ich sagen, ist im Nachhinein natürlich ein Blödsinn nach dem Wirbel, der da rausgekommen ist. Ja. Ja. Dort habe ich dem keine Bedeutung beigemessen. Am Vortag hat mir einer gesagt, der hat in Wirklichkeit Hans Krohn geheißen. Deswegen habe ich gesagt, Hans Kelsen oder Hans Krohn, wie immer er geheißen hat. Ja. Dem habe ich damals keine Bedeutung beigemessen und schon gar nicht angenommen, das führt dazu, dass man sagt, man würde antisemitische Codes verwenden in einer Rede. Im Nachhinein ist man natürlich gescheit. Im Nachhinein sage ich, war das natürlich ein Fehler. Aber man macht Fehler in Sekunden, die man erst ein Jahr später oder ein Jahr und ein Monat später als Fehler erkennt. Und das ist mir jetzt auch bewusst. Ja, aber wäre es nicht völlig wurscht, ob der Jude wäre oder nicht wäre? Warum muss man da so vor einem ohnehin Neonazi-Besucher Umfeld so eine Nummer abziehen? Naja, ich würde sagen, das ist jetzt nicht gegangen, ob der Jude ist oder nicht, sondern es ist nur gegangen, Hans Kelsen oder Hans Krohn. Ja, naja, das, also, das impliziert ja, dass er Jude ist, wenn Sie sagen Hans Krohn. Also das kann man vielleicht schließen, aber ich muss sagen, das war damals nicht meine Intuition, unbedingt allen klarzumachen, der war ein Jude, der Hans Kelsen. Ich habe schon gewusst, dass der Hans Kelsen, ich meine, jüdische Vorfahren hat. Ich glaube, der war gar kein Jude, soweit ich weiß, war der evangelisch sogar, der Kelsen. Ja. Der war kein Jude, aber ich wusste, dass der jüdische Vorfahren gehabt hat, weil ich wusste, dass er emigriert ist. Ich wusste ja nicht, diese Geschichte mit Hans Kelsen. Er hat seinen Namen geändert. Sozusagen. Ja, das wurde mir dort aber gesagt. Aber das ist ja das sozusagen ein Neonazi-Gerücht. Wie man heute weiß. Wie man heute weiß. Ich hätte es auch nicht gewusst. Ja, wie man heute aber weiß, ja. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, den Kelsen als Grund zu bezeichnen, so wie Sie. Deswegen sind Sie auch nicht in den Schwierigkeiten wie ich. War auch schon für Unsinn geschrieben oder gesagt. Aber, aber Sie waren ja offenbar an diesem Tag überhaupt ein Häuptling der lockeren Zunge, wenn ich das so sagen darf, weil Sie sind ja auch über den Kern voll drüber gefahren und gesagt, Sie wissen, dass er Mitglied der Freimaurerloge ist. Nein, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich habe es jetzt wieder angeschaut, es gibt da noch irgendwelche Bammeln. Ja. Also ich habe dort gesagt, der ist sehr gut vernetzt in Österreich und da habe ich ja auch gesagt, er ist sehr gut vernetzt in den Wiener Freimaurerkreisen. Loge, haben Sie gesagt. Oder Logenkreisen, Freimaurer oder Logenkreisen, genau. Das haben Sie gesagt, er ist vernetzt oder er sitzt in der Loge? Sehr gut vernetzt in den Wiener Logenkreisen, Und das, dazu stehen Sie oder das nehmen Sie auch das zurück? Das habe ich also, das nehme ich nicht zurück, das habe ich also aus entsprechenden Kreisen erfahren. Ich bin nicht Mitglied einer Loge, muss ich gleich sagen, das darf ich ja sagen, als Nicht-Mitglied. Wobei man hoffen darf, dass diese Informationskreise besser waren als die vom Grund, das war nicht dasselbe. Ja, es war nicht dasselbe. Die Geschichte erzählt hat, das war nicht dasselbe, nein, das war nicht dort. Aber es war irgendwie Häuptling der lockeren Zunge, oder? Ja, also würde ich nicht sagen Häuptling der lockeren Zunge, aber es ist eine Stunde und da fällt einiges natürlich. Was überraschend ist, weil ich kenne Sie ja über viele Jahre und Sie sind eigentlich ja ein sehr zurückhaltender Abgeordneter. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie überhaupt schon mal einen Ordnungsruf bekommen haben, weil Sie gelten ja eigentlich als einer der seriösesten in der FPÖ. Ja. Trotzdem ist Ihnen das passiert, dass Sie hier so ins Nazi-Umfeld hineinkommen. Naja, warum kann das passieren? Jemanden wie Ihnen. Ins Nazi-Umfeld hineingekommen bin ich nicht. Das ist eine sehr rechte Gruppierung. Aber ich würde nicht sagen, dass das eine Nazi-Gruppierung ist oder ein Nazi-Umfeld dort. Aber sollte man nicht als FPÖler eigentlich vorsichtig sein, dass man dort nicht hingeht? Im Nachhinein, noch einmal, im Nachhinein ist man natürlich gescheitert. Und im Nachhinein würde ich sagen, war es keine gute Idee, dorthin zu gehen. Das ist halt immer das Problem, dass man im Leben lernt und durch Dinge, die nicht gut gelaufen sind, weiß, was man beim nächsten Mal jetzt besser macht. Jetzt ist ja sozusagen jede Menge Wirbelsturm über Sie niedergegangen, medial einmal auf jeden Fall. Nicht? Ich meine, so viel Echo haben Sie schon lange nicht gehabt. Ja, noch nie gehabt. Ja. Und, aber auch teilweise von Parteien. Freund, nicht? Das hat der Norbert Hofer, der Sie ja sehr schätzt und den Sie sehr schätzen, gesagt, das haltet er für keine sehr gute Äußerung und da distanziert er sich lieber davon. Ja, ich halte das mittlerweile auch für keine sehr gute Äußerung. Also das hat ja Folgen gehabt,
da kann man nicht sagen, das war eine gute Äußerung, das war eine geschickte oder vernünftige Äußerung. Ja. Und ich meine, es ist natürlich so, Ihre Partei braucht derzeit alles, nur ganz sicher keinen Nazi-Wahlkampf. Ne? Das ist vollkommen richtig. Und genau das wird jetzt versucht. Ne? Ja, also ist ja genau. Insoweit lustig, dass das Thema überhaupt der ganzen Rede... Naja, das ist ja so weit gegangen, dass ja beide Parteien, übrigens auch der Herr Verteidigungsminister Toscuzil, mit dem hat ja eigentlich der Medienwirbelsturm gegen Sie begonnen, gesagt haben, solange Sie im Nationalrat sitzen, wird es keine Koalition SPÖ-FPÖ geben. Ja, ich nehme an, da ist Ihnen schon mal ein bisschen... die Hose runtergerutscht im Sinne des Wortes, oder? Die Hose rutscht mir nicht so leicht runter, ich halte schon einiges aus, aber es war natürlich klar, dass das massiv gespielt wird und dass es da massive Negativberichterstattung weiterhin geben wird, dass da jetzt, also alles fokussiert wird jetzt auf die Person Hübner. Jetzt haben Sie sich ein Schweigegelübde auferlegt, sprechen heute aber zum ersten Mal, vielleicht auch zum einzigen Mal, das weiß ich nicht. Sie müssen sich doch in den letzten Tagen sehr genau überlegt haben, ob Sie Ihrer Partei schaden, oder? Genau, das habe ich mir überlegt. Also, was passiert da? Was geschieht? Macht das einen Sinn, überhaupt die Kandidatur aufrechtzuerhalten? Mhm. Weil wenn jetzt Hübner auf den Kandidatenzetteln steht, dann wird es weitergehen mit Sicherheit. Es geht ja nicht nur gegen Hübner, es wird ja auch gegen die FPÖ damit geschossen. Und die Gefahr ist, dass die Themen zugedeckt werden, um die es wirklich geht. Und dass nur noch der einzige Ball ist Antisemitismus, das Code, heißt, antisemitische Sie Code haben in den letzten Tagen darüber nachgedacht, ob Sie der Partei schaden und ob es sinnvoll ist, wenn Sie kandidieren. Und gibt es da schon eine Entscheidung von Ihnen? Ja, sind Sie zu einem Schluss gekommen? Da gibt es eine Entscheidung. Und das lautet wie? Das ist eine Entscheidung von mir, die lautet, dass ich nicht kandidieren werde für die nächsten Nationalratswahlen unter keinen Umständen. Und ich werde das auch heute der Partei mitteilen. Das ist sensationell und das ist jetzt Breaking News. Sie sagen das hier zum ersten Mal. Sie sagen, Sie ziehen Ihre Kandidatur zurück. Sie werden nicht für die FPÖ bei der Wahl kandidieren. So ist es, ja. So ist es. Das ist eine starke Ansage. Ich nehme an, ist Ihnen sicherlich auch nicht leicht gefallen. Nicht? Ja, Sie sind ja eigentlich einer der FPÖ-Stars im Parlament. Habe ich lange nachgedacht, wie Sie gesehen haben. Ich habe also mit Ihrem Kollegen auch das Interview ein paar Mal verschoben, weil ich mir das gut überlegt habe. Ich habe mir gedacht, dass der Schaden einer aufrechten Kandidatur, egal wie berechtigt oder unberechtigt jetzt die Kampagne gegen mich ist, größer ist, als wenn ich da drinnen bin. Also der Hübner ist ersetzbar. Es gibt viele andere gescheite Leute. Das heißt, Sie haben sehr lange über das Wochenende, nehme ich an, primär nachgedacht. Genau, hat ja vor dem Wochenende ein Gespräch mit dem Kickl gegeben, dass die Partei noch geschlossen hinter Ihnen gestanden, muss man sagen. Ja. Aber der Hofer am Wochenende hat natürlich ein bisschen auch schon Angst geäußert, dass das der FPÖ schaden kann. Und Sie selber haben gesagt, ich schade der Partei, wenn ich da jetzt antrete, deshalb verzichte ich. Genau. Also ich bin der Meinung, das wäre weiter gespielt worden, die Anti-Hübner, wenn der Hübner da auf einer Wahlliste drinnen steht und wenn der Hübner zur Wahl steht, wäre das bei der Bekanntgabe der Kandidatenliste und im Wahlkampf ständig gekommen. Also das ist vorbereitet gewesen, um alle anderen FPÖ-Themen zuzudecken und das darf natürlich nicht sein. Also dazu ist der Hübner nicht da, um anderen den Vorwand zu geben, die wichtigen Themen zuzudecken. Das ist Parallelgesellschaft, Einwanderung, EU und so weiter. Darüber muss diskutiert werden und nicht über die Frage, ob der Hübner Kelsen-Kohn gesagt hat oder der Kohn auch Kelsen heißt und das Sie waren ja sein. Letztes Mal, glaube ich, Nummer 1 auf der Wiener Liste, oder? Ja, nein. Nummer 2. Im Wahlkreis nur, ja. Ich war Im Wahlkreis West war ich Spitzenkandidat. Und damit, wie viel da auf der Wiener Liste, oder? Ja, auf der Wiener Liste kann ich Ihnen gar nicht genau sagen. Aber Sie sind als Spitzenkandidat des Wahlkreis West der Wiener Liste ins Parlament gekommen. Genau. So was. Also dort als Nummer 1 sind Sie mit diesem Mandat ins Parlament gekommen. Genau. Wobei ich jetzt das nicht heißt, sagen Sie wären kann, auch diesmal fix im Parlament gewesen, muss man sagen. Das ist anzunehmen, ja. Das also heißt, wir haben noch keine offiziellen Kandidatenlisten, also es gibt noch keine endgültigen Beschlüsse und es gibt noch nichts nach außen. Aber es war klar, dass Sie... Aber es wäre höchstwahrscheinlich so gewesen, ja. Das heißt, es ist eine sehr starke Sache, dass Sie auf dieses Mandat verzichten, weil Sie hätten es eigentlich sicher gehabt, ne? Ja, aber das ist ein Schritt, der, glaube ich, nicht vermeidbar ist, ja. Das heißt, Sie haben wirklich das ganze Wochenende mit sich gerungen und sind heute kurz vor der Sendung, kurz bevor Sie zu uns gekommen sind, zur Überzeugung gelangt, ich verzichte. So ist es. Und das ist Ihre Ansage jetzt. Das ist meine Ansage. Ja. Das heißt, die Ansage ist, ich, Dr. Johannes Hübner, werde nicht für den Nationalrat kandidieren. So ist es. Damit sind auch alle Besorgungen oder Besorgnisse der SPÖ und der ÖVP
nicht mit der FPÖ koalieren zu dürfen, solange sie im Nationalrat sitzen, hinfällig. Diese Besorgnisse sind weg, also sie müssen sich andere Vorwände aussuchen. Es wird keinen Johannes Hübner im Nationalrat geben. So ist es. Wie schwer ist Ihnen diese Entscheidung gefallen? Ja, das ist eine schwierige Entscheidung. Ja, das ist eine schwierige Entscheidung. Ich habe mich versucht, bestmöglich in die Politik einzubringen und das hat mir auch Freude gemacht, nicht Spaß, wie das jetzt heißt, sondern Freude gemacht. Und ich hätte das gerne weitergemacht. Sie waren außenpolitischer Sprecher der FPÖ? Genau, ja. Außenpolitischer Sprecher. Also ein sehr wichtiges Amt eigentlich? Ja, also ja. Nicht sehr wichtig, aber hat auch ein gewisses Gewicht. Ja. Aber unter diesen Rahmenbedingungen macht es natürlich keinen Sinn zu kandidieren. Und wenn ich das jetzt noch einmal fragen darf, bitte. Das heißt, Sie verzichten jetzt, es ist Ihnen sehr, sehr schwer gefallen, nehme ich an. Ne? Ja. Sie waren ja auch erfolgreicher Anwalt, Sie haben wahrscheinlich auch ein bisschen Angst gehabt, dass das auf Ihren Beruf abfärbt, oder? Das war nicht der Beweggrund. Sondern was war der Beweggrund? Der Beweggrund ist jetzt die politische Perspektive, dass jetzt in den beginnenden Wahlkampf hinein die Themen zugedeckt werden mit Antisemitismus, Faschismus, Rassismus und so weiter. Dass nicht diskutiert wird über die FPÖ und über die Themen, sondern dass versucht wird, alles damit abzutöten. Das ist offenbar die Stoßrichtung der ganzen Geschichte und da darf ich keinen Beitrag leisten. Das heißt, Sie wollten Ihrer Partei nicht schaden? Natürlich, ja. Das ist ein freiwilliger Rücktritt. Hat mich niemand, haben Sie mit Strache telefoniert? Es hat mich niemand gedrängt, genötigt, aufgefordert. Haben Sie es der Partei überhaupt schon gesagt oder haben Sie das jetzt hier zum ersten Mal gesagt? Hier habe ich das zum ersten Mal gesagt. Ja. Und Sie werden jetzt Strache und Ihre Partei davon informieren, dass Sie verzichten? Ich habe gesagt, ich werde mir es überlegen und werde ein Statement abgeben und jetzt werde ich dann alle davon informieren. Also sofern Sie nicht OE24.at sehen. Die APA hat es gerade gemeldet, die schaut offenbar OE24.at. Das heißt, aber das ist natürlich jetzt formal, ist natürlich jetzt eine Riesenaufregung, nehme ich an, ein wirkliches Breaking News, dass Sie das bei uns gesagt haben. Ich meine, das erfordert schon auch sehr viel Mut, muss ich sagen, Respekt. Ich habe Sie immer sehr geschätzt, aber Respekt vor dieser Haltung. Glauben Sie, wird die FPÖ in der nächsten Regierung vertreten sein, insbesondere wenn es keine Hübner mehr gibt? Also ich glaube nicht, dass der Hübner irgendeinen Einfluss drauf hat. Also das war jetzt die Kampagne, die versucht worden ist, es darauf abzuhängen und einen Vorwand zu finden, nicht mit der FPÖ zu sprechen. Es wird davon abhängen, wie die Wahl ausgeht, wer überlebt. Die Frage ist, gibt es einen Kern nach der Wahl? Wie geht es für die SPÖ aus? Ja? Oder wer kommt statt dem Kern? Wie glauben Sie denn, dass die Wahl ausgeht? Ist nicht abzuschätzen, weil der Wahlkampf noch nicht begonnen hat. Ich traue mich keine Prognose machen, haben mich schon viele gefragt, weil ich nicht weiß, was im Wahlkampf gespielt wird. Ich weiß vor allem nicht, wie die SPÖ das angehen wird, wie die SPÖ den Kern platzieren will. Und ich weiß nicht, was da Kurz in der Sache selbst, anders als im Grenzschutz und in der Einwanderungsfrage und der Mittelmeerroute, was er hier für Positionen vertreten wird. Das ist auch die nächste große Unbekannte. Glauben Sie, kann Strache und die FPÖ den Kurz noch einholen? Oder ist der Kurz derzeit einfach in Sonderform? Der Kurz ist sicher in guter Form und der Kurz reitet auf einer sehr geschickt zubereiteten Medienwelle. Das muss man auch sagen. Es ist ja nicht nur allein wichtig, was man sagt und was man tut und wie gescheit man ist, sondern ob man die Medienwelle richtig erwischt. Und die reitet er derzeit sehr gut, seit Monaten schon. Und deshalb hat er einen großen Vorteil und es wird nicht leicht sein, ihn einzuholen. Aber es ist alles möglich. Ich glaube, die FPÖ hat viele Argumente und viele Chancen bei dieser Wahl. Viele Themen, die der Kurz nicht aufgreifen wird in der Wahl oder nur scheinbar aufgreifen wird. Also die FPÖ hat ja ein Alleinstellungsmerkmal als Vertreter vieler Positionen der Bevölkerung, die niemand angreift. Jetzt sagt ja viele, für die FPÖ ist es ja besser, diese Wahl zu verlieren, weil dann ist sie auf jeden Fall in der Regierung. Sehen Sie das auch so? Sie meinen, wenn sie die Wahl verliert, ist sie in der Regierung? Nein, ich meine, wenn die FPÖ Zweiter ist, ist es leichter, in eine Regierung hineinzukommen, als wenn sie Erster ist, weil ja nicht sicher ist, ob die ÖVP oder die SPÖ unter eine FPÖ drunter geht. Aber wahrscheinlich will jeder, sowohl ÖVP als SPÖ, derzeit mit der FPÖ Koalition machen, wenn sie nicht Erster ist, oder? Ja, also sehen Sie das auch so oder sehen Sie es anders? Es ist ein bisschen anders. Ich würde sagen einmal, ein zweiter Platz wäre kein Wahlverlust für die FPÖ. Also wenn die FPÖ die SPÖ überholen kann und Zweite wird, wäre das ein historischer Erfolg. Also Erste zu werden, wäre meiner Ansicht nach ein Wunder fast. Also trotz aller Umfragen, die es vor einem Jahr gegeben hat. Und wenn die FPÖ Zweiter ist, ist sie dann in der Regierung? Keinesfalls automatisch. Es kann sein,
Aber es muss nicht sein. Es kommt darauf an, wie stark die anderen Parteien sind. Es kommt darauf an, wie stark zum Beispiel, wenn wir Zweiter sind, die Niederlage für die SPÖ ist, weil das die ÖVP Dritte ist, ist auszuschließen. Mhm. Also der Kurz auf den dritten Platz zurückfällt, das schließe ich persönlich aus. Und wenn es so ist, dass die SPÖ Dritter ist, dann ist die Frage, wer ist dort an der Macht? Ist da jemand, der sich als quasi Fortsetzer der bisherigen Politik dem Kurz anbietet um jeden Preis und sagt, lass mal die FPÖ wieder raus, wir sind da? Oder ist da jemand, der in Opposition gehen will und die ÖVP hat was keine andere Wahl? Was finden Sie denn spannender, Schwarz-Blau oder Rot-Blau? Ich traue ich mir auch nicht zu beantworten. Es ist immer ungut, wenn die Politiker sagen, traue ich mir nicht, sagen nicht. Aber kann ich nicht, weil ich nicht weiß, wer am Drücker sein wird in der SPÖ. Es ist auch mit der SPÖ möglich, aber es kommt darauf an, wer dort am Drücker ist. Sie haben ja wahrscheinlich mit dem Rücktritt, den Sie hier gerade bekannt gegeben haben, auch ein Ministeramt verspielt, weil Sie wären ja ein ganz heißer Ministerkandidat gewesen. Das könnte sein, aber das ist also eine Spekulation. Was wäre der Wunsch gewesen? Justizminister oder hätte es andere Ämter auch gegeben, die Sie gereizt hätten? Ja, ich hätte verschiedene Ministerien angenommen. Es ist ja überhaupt nicht konkret in Debatte gewesen, aber ich hätte auch den Innenminister gemacht. Also es sind viele Sachen, wo ich glaube, dass Grundlegendes geändert gehört und da wäre mir schon was eingefallen. Ne? Also, ein dramatischer Nachmittag, muss ich sagen. Danke, Herr Dr. Hübner, fürs Kommen. Danke für Ihren sehr dramatischen, wahrscheinlich auch Sie sehr bewegenden Auftritt. Der FPÖ-Abgeordnete Dr. Johannes Hübner hat vor wenigen Minuten bei uns im Studio live auf seine Wiederkandidatur verzichtet und gesagt, er wird nicht mehr für den Nationalrat kandidatieren. Nach dieser heftigen Diskussion um sein Kelsen-Zitat, wie immer es gemeint war, weil Sie, wie Sie gesagt haben, der FPÖ nicht schaden wollten. So ist es. Schlusswort von Ihnen vielleicht zu diesem doch sehr, sehr, muss ich sagen, respekteinflößenden Auftritt. Ziehe meinen Hut vor Ihnen. Ja, das ist sehr, danke. Danke für das Lob. Als Schlusswort bleibt mir nur eines zu sagen. Es ist bedauerlich, dass der Rücktritt aus diesem Grund passieren musste. Also wenn das aus sachlichen Gründen passiert wäre, wäre das ein größerer Dienst gewesen an der Öffentlichkeit oder an der Demokratie in Österreich, als wenn man ein Wort herausglaubt, alles andere zudeckt und aus diesem dann eine Totschlagkampagne macht, die einen dazu zwingt. Also Sie sehen sich schon als Opfer, als Medienopfer. Also als Medien, als Opfer würde ich nicht sagen, aber ich sehe mich sozusagen als eine Resultierende einer gut gemachten, muss ich sagen, Hut ab, gut gemachten, durchgezogenen und beinharten Zerstörungsstrategie, ja, die eigentlich dann keine andere Möglichkeit mehr lässt, als zu sagen, ich nehme mich aus dem Spiel raus, weil sonst wären alle anderen, die um mich herum sind, insbesondere die Partei, von den Schrottkugeln auch getroffen und gelähmt. Ja. Und Sie sagen, ich, Herr Hübner, verzichte heute auf mein Mandat, damit die FPÖ nicht in diese Zerstörungskampagne geht. Ich verzichte auf eine Kandidatur auf eine Wiederkandidatur, um sozusagen ein Trommelfeuer gegen die FPÖ mit dem Vorwand Hübner zu verhindern und der FPÖ wieder ein Freispiel zu ermöglichen. Dann danke ich Ihnen vielmals für den Besuch im Studio, Herr Doktor. Alles Gute für eine politikfreie Zukunft als Anwalt. Ja. Darf ich sagen, Ferri, das waren 15 dramatische Minuten. Etwas länger zurück, sogar, aber höchst wieder spannend. Wieder zurück zu der absolute Breaking News an diesem Nachmittag. Auf jeden Fall. Danke, Herr Doktor. Danke euch.